Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Beginnings. Und während der Abwesenheit habe ich noch ein bisschen offscreen gelevelt. Status hier. Also ich bin Level 32. Ich habe jetzt eigentlich ein höheres Level, als ich eigentlich bräuchte, um gegen Geigast anzukommen. Das habe ich mal nachgeguckt. Hab 201 HP, 118 PP, Offensive 116, Defensive 133, Kern 95, Geschwindigkeit 95, Weisheit 88, Stärke 90 und Force 82. Denn der William hat auch ein bisschen was, aber hab eigentlich gehofft, dass er noch mehr Lebenspunkte kriegt. Er ist Level 28, hat 135 Lebenspunkte. Offensive für 67, Defensive 74, Kampf 57, Speed 26. Das ist das einzige Makel, denn ich habe mal geguckt, ich glaube jeder Gegner, und das sagen wir es mal so, ich glaube der schnellste Gegner hat glaube so eine Geschwindigkeit von 50 oder so. Beziehungsweise die normalen Gegner, auch jetzt hier in LA, haben eigentlich einen Durchschnitt von einer Geschwindigkeit von 30 bis 40, meines Wissens nach. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich kann nicht verstehen, wieso der Geschwindigkeitswert so abgegangen ist bei William und Anna. Jedenfalls habe ich eine Weisheit von 114, Stärke 57 und Force 45. In Anna, die mittlerweile sogar ein bisschen besser geworden ist wie William, hat fast 100 Lebenspunkte, PP 118, Offensive 40, Defensive 86, Kampf 8, Geschwindigkeit 38, Weisheit 79, Stärke 39 und Force 95. Und das Interessante ist, die hat jetzt sogar schon erstmal alle Heilungs- und Life-Up-Sachen voll. Und hat sogar super Heilung, Psy-Shield, Darkness, jetzt den ganzen Scheiß, die hat sogar Freeze, was weiß ich, Freeze Air. Die hat Sachen, von denen ich bei der Hälfte nicht mal weiß, was die bringen. Und es wird hier im Spiel auch niemandem gesagt, was es bringt. Jedenfalls müssen wir uns wohl oder übel von William gleich verabschieden, denn ich weiß jetzt, wie man zu Roger kommt. Und zwar, wir brauchen anscheinend ein Ticket. Dafür muss ich aber was wegwerfen, oder? Ja, ich werf mal das weg. So. Ja, was soll's. Wir brauchen ein Ticket. Und nein, das war's. Dann müssen wir jetzt rein in dieses Livehouse. Es ist das letzte Mal gegangen, aber da ist nichts passiert. Aber ich glaube jetzt, da wir auch ein bisschen von der BB-Gang verprügelt haben und noch irgendeinen anderen Scheiß gemacht haben, wo ich aber nicht mehr weiß, was es genau war, müsste jetzt eigentlich Roger kommen. Hab ich doch. Ja, nur ich hab. Jedenfalls müsste jetzt da irgendwo, nach der Show. Stimmt, wir müssen da noch singen oder sowas. Oder irgendwie. Ja, genau, wir müssen singen. Dann kommt Roger.
Die singen ganz schön lange, gell? Ich habe mich mal darauf eingestellt, dass es jetzt noch eine Minute dauert. Jedenfalls, ich weiß auch, was passiert, wenn wir jetzt Roger bekommen. Und zwar, wir sind fertig. Er schließt sich uns an und dann müssen wir nach Mount Itoy. Tatsächlich, da kommt er schon. Vielen Dank für deinen netten Song. Übrigens, ihr habt doch sicher meine Freunde verprügelt, nicht wahr? Es ist jetzt egal, ob man ja oder nein sagt. Er wird so oder so angreifen. Aber ich bin jetzt mal so mutig und sag ja. Ich verprügel dich. Wer ist der Boss? Ich zeig ihm ja, Nigga. Ich wollte ihm eine Lehre erteilen. Bibis Boss Rosen, ja. Hätten sie auch. Ja, wenn da 1000 Leute unterschiedliche Namen angeben. Ja, für die Zeit ist es schon in Ordnung. Jedenfalls, der hat anscheinend, soweit ich das mir denken könnte, einen großen Angriff. Das Gute ist, der Kampf wird nach 3 Runden schon vorbeigehen. Interessanterweise war in der Originalversion, da hat er noch ein Messer in der Hand. Und da ein bisschen von dem Ellbogen, ich glaube der rechte, da fehlt ein Stück. Keine Ahnung wieso. Ach, ich kann keine Psy, ich kann nur kämpfen. Boah, Alter, der hat auch eine Verteidigung. Ach, nur ich kämpfe. Interessant. Ich glaube, der hat ein großes Level. Ah, der hat auch einen schwachen Angriff. Das kriegt ich ihn weg, oder? Ach so, halt er hat das so. Ja, ich krieg zurück, super. Hahaha, ihr seid ganz, du bist ein ganz schöner Typ, ey. Dein Name ist Tim. Lass es uns einen Unentschieden nennen. Jetzt kommt auf einmal. Ich bin auf Rache aus wegen meinen, Eltern. Die sind zum Berg, okay. Ich bin mir sicher, wir machen ein gutes Team. Auf geht's. Du mit den Brille, mit der Brille. Du bist nicht so gut im Kämpfen, nicht wahr? Ruh dich hier aus, während ich dir hier ein bisschen was ausborge, okay? Das Lustige ist, er weiß sogar noch freundlich zu William. So, er hat doch ein gutes Level. Oh, er ist zumindest mal Level 18. Roger. Hat an sich auch allgemein bessere Werte wie William. Sogar hat einen hohen Speed. Ich glaube, der ist sogar schneller als ich, oder? Naja, was soll's. Er hat auf jeden Fall extrem gute Werte. Was hat der Gute jetzt dabei? Alles. The Sword. Ich glaube, er hätte aber schlechtere Werte, denn er hat ja jetzt sicher auch schon die Magicant-Sachen an. Wenn nicht, muss ich halt nochmal zurück nach Magicant. Oh ne, auf die Scheiße, der hat jetzt eigentlich recht keinen Bock. Das habe ich nicht bedacht. Verdammt, was ist, wenn der die Sache nicht an hat? Hast du die Sachen zufällig an? Ja, ja. Ah, ne, das bin ja ich. Oh Mann, der hat die nicht an. Aber trotzdem hat er echt gute Werte dafür. Das muss ich ihm jetzt echt lassen. Aber ich finde, das ist eigentlich auch gar nicht wirklich vonnöten. Weil das wird eigentlich nur ein kurzer. Wie steige ich da jetzt? Wow. Alter, das bin ja ich, Entschuldigung. Oh, stärker als ich. Okay. Jedenfalls, ich glaube, es bringt auch gar nichts, ihm jetzt das Zeug zu kaufen, weil es gibt anscheinend so einen Trick, wie man, wie man Roger behält. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Ach ja, was sagen jetzt die Bibis-Typen? Wäre lustig, wenn die uns auch mal helfen würden. Ich meine, wisst ihr, haben ja einen Gangleader und die Gang hilft uns nicht, oder wie? Also, ja, jetzt grüßen sie alle Roger, oder wie? Jetzt will ich mal testen, was sagt der Gute, sagen die alles Gleiche. Höchstwahrscheinlich, oder? Ja. Wahrscheinlich killen sie uns wieder, sobald Roger nicht mehr im Team ist. Ja, okay, erst 10 Minuten. Jedenfalls, das machen wir.
Wir holen uns erstmal Ausrüstungsgegenstände für Roger. Ich gehe jetzt ganz ironisch den ganzen Weg nach Magic Hand und laufe wieder durch die scheiß Sümpfe. Ich gucke einfach, dass ich was Gutes kriege. Es muss ja nicht alles sein, aber zumindest ein bisschen noch was für die Abwehr. Du hast sicher was für mich? Nein. Zumindest nichts, das ich jetzt hier irgendwie ausrüsten könnte. Ne, der hat nur Essen. Drogen. Service. Schade, das ist ein echt schlechtes Kaufhaus. So, wo ist jetzt eigentlich Mount Etoy? Das würde ich jetzt auch nochmal gerne in Erfahrung bringen. Das ist anscheinend östlich, deswegen halten wir es auch östlich. Ich renne einfach mal den Weg dann. Ah, das ist schon ein anderer Weg. Hier geht ja irgendwo ein Weg. Genau den meine ich. Ich werde einfach. Ach ne, da geht er da hoch. Wie oder was? Ne, wir sind hier anscheinend schon richtig. Ah, Starman. Das ist, wisst ihr, gegen die Typen sind wir jetzt eigentlich mit Roger gut gewappnet, solange Anna überlebt. Weil die hat anscheinend jetzt so super Healing und ich verwette meinen Arsch darauf, dass sie sogar Freunde zurückholen kann, also ins Leben. Denn wenn die uns jetzt hier töten, alle drei können Beam Omega, dann haben wir ein großes Problem. Jedenfalls, ich habe die Gegner genau studiert. Und wenn sowas kommt, rate ich euch zuerst, die Starman anzugreifen, weil bei denen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie zuallererst PK Beam Omega machen. Oder wie sich halt das eher nennt, keine Ahnung. PK Beam eher nenne ich es einfach, ja. Der Barbot hingegen, bei dem ist es eher wahrscheinlich, dass er den nicht zu Anfang macht. Das kann mal sein, aber ich habe gegen den schon oft gekämpft. Und der hat da eigentlich bis jetzt nur ein einziges Mal schon zu Beginn PK Beam R gemacht. Jedenfalls, ich bin sehr stark, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, ihn einfach so schon, ja, ihn einfach mit einem Schlag fertig zu machen. Das funktioniert anscheinend noch nicht. PK Freeze R kann ich hier auch nicht empfehlen, weil es bringt den Gegner nur auf einen Lebenspunkt runter, würde ich mal sagen. Das heißt, er lebt da noch. Das würde ich nicht empfehlen. Ich mache da PK Beam, was weiß ich, Beta und du machst stehen in der Hoffnung, dass jetzt alle sterben. Stirbt. Okay, eine Gefahr ist gebannt. Roger? Scheiße. Scheiße, scheiße. Komm, töte zumindest stehen. Ja. Okay, wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Jetzt ist wirklich eigentlich eher ein Glückskampf. Ja, den kannst du auch nehmen. Der Ultrabot scheint eine höhere Abwehr zu haben. Allerdings, er hat eine höhere Abwehr. Jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Okay, Frage bestätigt. Ja, scheiße, wenn wir jetzt wieder im Sumpf sind. Spider, die bringen aber auch keine neuen Gegner mehr, oder? Doch, Blue Starman würde noch kommen. Blue Starman, ja. Aber ich finde es gut, dass wir Roger haben. Der ist eigentlich genauso stark wie ich, aber auch so schnell wie ich. Also es wäre cool gewesen, hätte man jetzt vier Charaktere im Team haben können. Also Roger ist meiner Meinung nach der beste Charakter in einem Earthbound-Teil. Da kommt eigentlich keiner wirklich ran, außer vielleicht noch Po, aber das wär's. Bessere Idee, ich mach PK Fire. Der einzige Angriff, der mal die Gegner trifft, also alle, wo ich immer noch nur Alpha hab, was mich ankotzt. Ja. Ja, super. Seht ihr, nur 8, nicht mal 20 Schaden schafft das PK Fire Alpha. Ich frage mich, ob wir nochmal Beta oder so bekommen. Das wäre extrem nett. Andererseits werden wir es wahrscheinlich eh nicht wirklich brauchen. Ah, nur die Zusammenstellung. Da muss ich jetzt wieder. Also logisch wieder mal auf den Lust, das ist eine klare Sache.
Thunder setze ich jetzt eher nicht ein. Aber du komm bitte. Was? Was? Verdammt, wir könnten jetzt daran sterben. Oh, Glück gehabt. Oh, wir haben Glück gehabt. Jetzt sind alle besiegbar. Halt, was mache ich denn? Ja, du kannst mir das so. Ja. Boah, da haben wir nochmal Glück gehabt. Boah. Nee, ihr glaubt nicht, wie riskant das sein kann. Wir haben alle drei Attacken, die jeden sofort töten kann. Egal, wie viele Lebenspunkte man hat. Da ist die Zusammenstellung schon einfacher, weil ich kann da mit Psi off Defense Up Better Abhilfe schaffen. Warte, du machst dann. Ich weiß, das sollte nicht so verschwenderisch sein, aber ich habe immerhin. Was mache ich? Will Freeze Dingsbums. Und du machst du mal den. Aber ich habe ja noch zwei Psi-Stones, also von dem her, so schnell gehen uns jetzt die PP nicht raus. Boah, wie gut der im Ausweichen ist, ey. Seht ihr, und es hat da eigentlich nur noch einen Lebenspunkt. Deswegen gehe ich mit Anna auf den Buffalo A und alle anderen auf Buffalo B. Ja, tot. Ja. Ah. Nee, okay, hat mehr Bienenleben. Wahrscheinlich noch 10 oder so. Jedenfalls war's es für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part dann bei Mount Itoy. Also bis dahin, tschüss.